Petersburg Clearwater, weil es einfach so viel zu entdecken, zu erleben gibt. Da brauchen wir so einen langen Namen, der müsste eigentlich noch viel, viel länger sein. So, wie kommt man dorthin? Wir sind nur 30 Minuten von Tampa entfernt. Tampa ist unser nächster internationaler Flughafen, wird seit Ende September von der Lufthansa nonstop von Frankfurt aus angeflogen, jetzt im Winterflugplan 4-mal wöchentlich, im Sommer dann 5-mal wöchentlich. Tampa ist nur 30 Minuten entfernt, nach Orlando 90 Minuten, also auch super mit den Themenparks zu verbinden, wenn man ganz viel Action gehabt hat in den Themenparks und sich noch ein bisschen am Strand erholen muss, will, kann, darf, dann ist das nur eine anderthalb Stunden entfernt. Direkter Weg nach Miami, 4 Stunden. So, und dann fangen wir mal an, unseren Koffer zu packen, weil was Sie hier sehen, können wir auch in den Koffer packen. Wir haben nämlich hier Wasser. Ja, aber was für Wasser? Meerwasser. Nein, das ist kein Meerwasser. Genau, ganz klares Wasser, nämlich Clearwater. Und deswegen packen wir das in den Koffer ein. Genau. So, und das haben Sie hier live Clearwater Beach, einer unserer schönsten Stadtstrände. Das wird immer so ein bisschen unterteilt in Naturstrände, Stadtstrände. Stadtstrand zeichnet sich dadurch aus, dass hier viel los ist. Zum Beispiel auf diesem Steg hier wird jeden Abend das Sunset Festival am Pier 60 gefeiert, also wo die Sonne ins Meer versinkt, treffen sich die Leute, stehen auf diesem Steg, klatschen, dann gibt es viel Live-Musik, viel Entertainment. Alles kostenlos, man geht dorthin und feiert einfach Touristen und Einheimische zusammen. Dann haben wir noch andere Strände, die auch alle mehrfach ausgezeichnet sind. Ich erspare Ihnen die lange Liste der Auszeichnungen, sie zählen wirklich zu den schönsten der USA. Das hier sind die Naturstrände. Und das ist so ein Tipp auch mal an Ihre Kunden oder wenn Sie selbst drüber fahren, nicht nur am Hotelstrand bleiben, sondern auch mal in diese Naturschutzgebiete fahren. Kaladesi Island ist per Fähre erreichbar, das ist wirklich eine vorgelagerte Insel, ganz allein im Meer liegend. Und Fort de Soto Park ist dann ganz im Süden, dort kann man per Auto hingelangen, aber eben ab dort ist autofreie Zone, weil nur noch Naturreservat, Natur pur. Hat den Vorteil, wenn man das am Werktag macht, dass man diesen Strand dann auch ganz allein für sich hat, weil dort eben nicht so viele Touristen oder Einheimische hinkommen. Wochenend sind doch einige mit Picknickkoffern da, Koffern dann bewaffnet und gehen dann, machen dann auch mal ein Family Lunch dort. Ja, weiter geht's. Da habe ich diese zwei hier mitgebracht. Und Sie sehen, die haben so Jäckchen an. Das ist symbolisiert, natürlich das Logo drauf, aber symbolisiert unseren Natur- und Tierschutz. Wir haben da zwei ganz großartige Einrichtungen, weil es uns wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist einmal das Clearwater Marine Aquarium und das San Cristobal Sanctuary. Das San Cristobal Sanctuary, die Amerikaner sagen so schön, ist for the birds, also ist für die Meeresvögel. Und dort werden also Tausende, wirklich Tausende von Meeresvögeln jedes Jahr gesund gepflegt, wieder in die Freiheit entlassen. Nachteil ist, die können ja jederzeit wiederkommen. Das heißt, die bringen sich die Fütterungszeiten ein und sind dann wieder da. Ziel ist aber wirklich, die Tiere zu entlassen. Und beim Clearwater Marine Aquarium, die leisten ganz tolle Arbeit mit den Meerestieren. Otter, Sea Turtles, bei den kleinen Schildkröten haben sie am meisten Erfolg, die wirklich dann wieder ins Meer gelassen werden können. Unsere Delfine, teils. Wir haben jetzt einen sehr famous Delfin namens Winter, da wurde so ein Hollywood-Film aus dessen Schicksal gedreht. In Deutsch hieß es, mein Freund der Delfin, hat es jemand gesehen vielleicht zufällig? Ja, ich habe noch ja. Und es ist sehr, also ich finde eigentlich den Film sehr kitschig, aber es ist wirklich eine wahre Geschichte, dass dieser Delfin gerettet werden konnte. Sie kann leider nicht mehr ausgewildert werden, weil sie diese Schwanzflossenprothese bekommen hat. Aber sie kann wieder komplett normal schwimmen, ist glücklich, wird halt dort gehalten und für die Einrichtung ist toll, weil ganz, ganz viele Leute jetzt dorthin kommen, diesen Hollywood-Star besuchen und die dann natürlich mehr Gelder in die Kassen kriegen, um noch mehr helfen zu können und noch mehr Projekte starten zu können. Ja, dann habe ich was Neues für Sie, das ist relativ neu, den packen wir auch ein, den kann man nämlich vorher bestellen, auch im Internet kaufen. Das ist der Tampa Bay City Pass und Sie sehen, dass zum Beispiel das Clearwater Marine Aquarium ist mit dabei, die Chihuly Collection,
Busch Gardens, da hören Sie oder haben Sie schon von gehört. Also es sind 6 verschiedene Attraktionen und wenn Sie diesen Pass haben, dann sparen Sie über 50% der Eintrittsgelder. Also ich würde sagen, wenn Sie 2 von diesen Attraktionen besuchen, dann lohnt sich dieser Pass schon und den kann man eben vorher im Internet erwerben oder eben auch noch vor Ort. Den packen wir auch ein. Was kostet der? $99. Beziehungsweise in Euro habe ich es jetzt, man kann es auch in Euro vorab kaufen, da habe ich es aber jetzt nicht präsent. Ja, wird fast gleich sein jetzt. Wahrscheinlich so ungefähr, genau. Müsste man dann auf DE gucken, also wir haben auch eine komplett deutsche Website, genau. Jetzt gehen wir Doppelname, ne? Jetzt gehen wir in die Innenstadt, St. Petersburg, Clearwater. Das ist das Besondere an dieser Halbinsel, dass man eben eine Großstadt und diese wunderschönen Naturschutzgebiete und Strandgebiete hat. St. Petersburg ist sehr beliebt bei Nacht, Nightlife, Ausgehen, Shopping, was trinken. Viele Bars und Restaurants sind outside, also unter freiem Himmel mittlerweile. Das ist sehr schön, weil man einfach dann noch länger das schöne Wetter genießen kann und nicht in den Airconditioning-Räumen sitzen muss. Und vor allen Dingen bekannt ist es durch die Kunst. Also, hier nickt schon jemand. Waren Sie schon da? Ja, letztes Jahr. Wir hatten an dem Tag nur Regen. Das war ja, dann geht man ins Museum, ja, genau. Das ist sehenswert. Gut, gut. Also normalerweise 361 Sonntage im Jahr. Ne? Das war dann eine von den 4. Ja. Aber dann geht man ins Museum. Wir haben das größte Dali-Museum außerhalb Spaniens in St. Petersburg. Sehenswert. Das ist also nur eins von den vielen. Was ich auch immer darauf hinweise, von entscheiden ist, keine einzige gleich. Richtig. Alles unterschiedliche Scheiben. So das sind ich habe die Zahl vergessen. Ich weiß auch nicht, aber es sind jede Scheibe. 5000 Prismen, glaube ich. Und dann die alleine sind keine ganz gleich. Unterschiedlich gestaltet. Also auch der Bau ist so versucht in Dali-Stil sehr exzentrisch. Und Picasso, das sind zwei, die haben 2 Ausstellungen. Ne? Genau, genau. Also die haben auch immer diese Wanderausstellung. Im Moment läuft Dali Disney. Ein sehr interessanter Vergleich. Ja. Und das ist also allein dieses Museum ist sehenswert, aber was eben auch toll ist, sind diese vielen, vielen kleinen Galerien noch. Das hier, das große Bild, ist die Chiuli Glaskunstausstellung. Auch das sehr atemberaubend, also schön sich anzugucken. Und wie gesagt, sollte es mal Regen geben oder mal bewölkt sein, einfach diese, mal nachsehen. Diese 100 Museen, Galerien sind alle in St. Petersburg? Ja. Ups. Es gibt allerdings auch kleinere Galerien entlang der Küste, in diesen kleinen Küstenstädtchen, da komme ich gleich drauf. Die sind natürlich auch, die haben auch ihre kleineren Museen und Galerien, aber St. Petersburg alleine hat schon sehr, sehr viel zu bieten. Wird auch als Kulturhauptstadt Amerikas bezeichnet, tatsächlich. Also zumindest Florida. So, jetzt sind wir bei der Kultur angelangt. Ich habe mal dieses Gläschen hier mitgebracht. Das soll einfach symbolisieren, es ist sehr bunt aus vielen, vielen Teilen. Man kann dort eine Kette mitmachen oder ein Mosaik legen. Das ist einfach die Vielfalt der Region. Und die Vielfalt spiegelt sich dadurch wieder, dass wir eben nicht nur 2 große Städte haben, sondern 26 verschiedene kleine Küstenstädtchen, 26 verschiedene Ortschaften, ein griechisches Fischerdorf oder ein Schwammtaucherdorf im Norden der Region. Dann haben wir ein schottisches Dorf, dort wird sehr, sehr viel Bier gebraut. Wir haben mittlerweile 17 Bierbrauereien auf diesem kleinen Inselstückchen. Eine Künstlerenklave, also ganz viele verschiedene kleine Küstenstädtchen. Und es wäre einfach schade, wenn man nur an einem Ort bleibt oder wenn man nur die Strände und die Hauptstadt sieht, sondern gucken sich die kleinen Küstenstädtchen auch mal an. Kann man jeden Tag eine neue Welt entdecken. Oder, auch so ein Geheimtipp, da kann man auch auf der Internetseite dann unter Events sich die Daten anschauen. Wir haben über 100 Festivals im Jahr und eigentlich wird jeden Tag gefeiert. Und wenn es nur ist, dass die Sonne im Meer versinkt. Also die finden immer einen Grund, irgendwo was zu feiern. Und wenn man sich das vorher nachguckt im Internet, dann weiß man, wo was stattfindet, weil es wäre einfach schade, wenn man das verpasst. Oder beziehungsweise die Leute, die da gewesen sind, die haben dann gesagt, ach so ein Fest, das war das Highlight des Urlaubs. Da. Die meisten sind auch kostenlos, man geht einfach hin, feiert mit. Das ist eine schöne Sache. So, und jetzt wird... Ja, jetzt nochmal, genau, unsere Happy People. Und jetzt wird es interessant für Sie, weil
einen glücklichen Gewinner schicken wir gleich heute Abend dahin. Also vielleicht morgen ins Flugzeug steigen oder so. Wir haben ein ganz tolles Florida-Package. Da ist auch ein Hotel von uns dabei. Also es gibt einen super Florida-Preis für, hier habe ich den Gutschein in der Hand, direkt eben im Madeira Bay Resort. Ich glaube, da kommt noch Orlando dazu, aber ich will nicht zu viel verraten. Ich drücke Ihnen allen die Daumen. Und wer nicht gleich losreisen kann, den nehme ich jetzt mal mit auf eine Videoreise.